Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zur Änderung des Fehlbelegungsabgabegesetzes, Drucksache 20-5398 zu Drucksache 20-4129. Berichterstatterin ist die Kollegin Barth. Und Frau Kollegin Barth, wenn Sie Bericht erstatten, könnten Sie dann auch gleich weitermachen in der Aussprache, wenn Sie wollen. Haben Sie es? Sonst muss ich hier im Ordner gucken. Alles klar. Sie haben das Wort, Frau Kollegin Barth. Und sie hat auch die Berichterstattung dabei. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Beschlussempfehlung lautet: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, Linke gegen AfD, Freie Demokraten bei Enthaltung SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir begrüßen, dass die Fehlbelegungsabgabe in Hessen wieder erhoben wurde seit 2016. Das ist wichtiges Geld für die Städte und Gemeinden für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums, der dringend benötigt wird. Danke auch, dass Sie den Mut an die Koalition, dass Sie den Mut gegenüber anderen Ideologien hatten, die Fehlbelegungsabgabe 2016 wieder einzuführen. Damals gab es noch etwas über 100.000 Sozialwohnungen in Hessen. Inzwischen sind es 20.000 weniger. Wir müssen also weiter erheblich im bezahlbaren, in sozialen Wohnraum investieren. Von alleine entsteht der nicht. Und da die kommunalen Kassen gerade in Pandemiezeiten nicht mehr so prall gefüllt sind, kann darauf auf zusätzliche Mittel hierfür auch nicht verzichtet werden. Keine der Befürchtungen, die damals von Gegnern der Fehlbelegungsabgabe geschürt wurden, sind eingetreten. Nirgends sind in Scharen Mieter ausgezogen, um sich eine neue Bleibe zu suchen. Eine erhöhte Fluktuation, die gerade von der FDP, die sich unverständlicherweise für diese Fehlsubvention, nichts anderes ist ja, der Verzicht auf die Fehlbelegungsabgabe stark gemacht hatte, die das befürchtet hat, trat nicht ein. Nein, die Menschen sind in ihrem angestammten Umfeld wohnen geblieben, und da sie es sich leisten konnten, nur dann schließlich zahlt man eine Fehlbelegungsabgabe, haben sie eben etwas mehr bezahlt. Das ist zum einen fair und auch ein gewünschter Effekt, denn nur so entsteht soziale Durchmischung. Allerdings, meine Damen und Herren, bei aller Zustimmung zu der Fortschreibung des Gesetzes sind wir nicht der Meinung, dass alle Schrauben hier richtig justiert sind. Ich habe Ihnen schon im Wirtschaftsausschuss eine Beispielsrechnung aufgemacht. In Frankfurt dürfen die Kosten für eine Sozialwohnung für Alleinstehende bei maximal 580 € ohne Umlagen kosten. Die hessenweit gültige Einkommensgrenze, um einen Wohnberechtigungsschein für eine solche Wohnung zu erhalten, liegt bei 1.362 € brutto im Monat. Das ist knapp über dem Mindestlohn. Nach Abzug von Miete und Nebenkosten, das können Sie jetzt selbst ausrechnen, bleibt dann wirklich nicht mehr viel zum Leben. Fehlbelegungsabgabe zahlt aktuell, wer 20% über den genannten Einkommensgrenzen liegt, also 272 € brutto mehr oder eben insgesamt 1.634 € verdient. Aber auch mit diesem Einkommen finden Sie in Frankfurt um Umgebung keine Wohnung auf dem freien Markt. Insofern finden wir den Vorschlag des Mieterbunds und auch des Vereins der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, übrigens interessant, dass sich zwei so unterschiedliche Verbände bei dieser Kritik zusammengeschlossen haben, richtig, die beiden vorschlagen, nämlich die Fehlbelegungsabgabe erst dann zu erheben, wenn man 30% über diese Einkommensgrenze liegt. Applaus
Wir haben versucht, diesen Vorschlag mit Ihnen konstruktiv im Ausschuss zu diskutieren. Leider haben wir kein Gehör gefunden und werden uns folglich trotz prinzipieller Zustimmung zur Fehlbelebungsabgabe als Instrument der Wohnungspolitik bei der Abstimmung enthalten. Die SPD nimmt die Anhörung der Fachverbände sehr ernst, und es wäre schön, wenn man hier auch auf die Fachlichkeit gehört hätte. Die von Ihnen angesetzten Beträge haben leider mit der Realität vieler Mieterinnen und Mieter im Ballungsraum wenig zu tun. Schade, dass Sie die Chance zu einem noch besseren Gesetz nicht genutzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Barth. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Schulz für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrtes Präsidium, verehrte Kollegen, verehrter Herr Minister Al-Wazir, wider besseres Wissens wollen Sie Ihren Gesetzesänderungen durchboxen, koste es, was es wolle. Sie wollen sie durchboxen gegen den Willen der drei größten Oppositionsparteien und ungeachtet großer Vorbehalte der Betroffenen. Uns liegen inzwischen hinreichend viele Expertisen vor, die aufzeigen, wie unsinnig Ihre Gesetzesänderung wäre. Da die meisten von Ihnen diese Stellungnahmen vermutlich nicht gelesen haben, tue ich Ihnen den Gefallen und zitiere daraus. Mit der Fehlbelegungsabgabe wird also sicher nicht das Angebot der geförderten Mietwohnungen für bezugsberechtigte Haushalte vergrößert. Dabei wäre dies gerade angesichts der Zahl der Wohnungen, die Jahr für Jahr aus der Bindung fallen, nötig. Das schreibt der Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft. Und der Hessische Landesverband Freie Immobilien- und Wohnungsunternehmen wird noch deutlicher. Er gibt zu bedenken, dass immer höhere Quoten sozial geförderten Wohnraums objektgebundenen vorgeschrieben werden, obwohl alle Beteiligten bewusst ist, dass schon wenige Jahre nach der Erstbelegung eine Reihe von Wohnungen von nicht mehr Berechtigten bewohnt werden und damit die Subventionen fehlgeleitet werden. Ganz genau dasselbe habe ich Ihnen bereits letztes Jahr bei der ersten Lesung gesagt. Sie haben es ignoriert. Ich zitiere aus meiner Rede von damals. Das führt dazu, dass Bewohner es zum großen Teil vorziehen, eine Fehlbelegungsabgabe zu entrichten, aber nicht aus der Wohnung ausziehen, weil sie dort immer noch viel weniger Miete zahlen als auf dem freien Markt. Was nun den von Ihnen erwähnten bürokratischen Mehraufwand anbelangt, kann ich da nur an Ihr Versagen in Sachen Digitalisierung erinnern. Wenn die Kommunen ihre Verwaltung digitalisieren würden, dann würde der Verwaltungsaufwand sinken, und somit bräuchten sie auch kein zusätzliches Geld. Abschließend lässt sich sagen, Ihre Gesetzesänderung ist alles andere als sozial, auch wenn Sie sich Mühe geben, sie als sozial zu vermarkten. Aber das wissen Sie ja selbst ganz genau, wie auch der BfW zutreffend feststellt. Sie wissen das selbst, wie ich gesagt habe, weil Ihre Gesetzesänderung eins zu eins dem altbekannten Muster folgt. Sie wollen so viele Bürger wie möglich an die Futtertröge des Staates führen, damit sie von ihnen abhängig sind und es ihnen mit ihrer Stimme danken. Wir als AfD halten diese Taktik nicht nur für verwerflich, wir wollen im Gegenteil mündige, selbstständige Bürger haben, die sich selbst versorgen können. Wir wollen nicht, dass möglichst viele Menschen in Sozialwohnungen leben müssen. Wir wollen, dass nur die Allerbedürftigsten dort wohnen. Und wir wollen die Eigentumsquote erhöhen, damit es weniger Bedürftige gibt. Wir lehnen diesen Gesetzentwurf also ab. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Abg. Schulz. Als Nächstes hat sich die Abg. Förster-Heldmann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fehlbelegungsabgabe findet eine breite Anerkennung. Ich denke, das haben wir in den vergangenen Diskussionen bereits gemerkt. Ich bin noch ein bisschen sprachlos wegen dem Redebeitrag eben, aber gut, ich atme es weg, wie wir so schön sagen. Es ist eine Möglichkeit, im Reigen derer Maßnahmen wohnungspolitisch einzugreifen. Und dabei geht es nicht darum, eine besondere soziale Komponente zu verfestigen, sondern es geht einfach darum, dass Menschen, die in einer Wohnung leben, wo sie ursprünglich Anrecht darauf hatten, sich daran beteiligen, quasi die Subvention auszugleichen und ihren Beitrag dafür zu leisten. Es gibt daher die Möglichkeit für diese Menschen, eben in ihrem normalen Umfeld zu bleiben. Auch die Nachbarschaftsbeziehungen, auch die Quartiersbeziehungen bleiben erhalten. Und insofern ist es eine wichtige und richtige Maßnahme. Die Vereinfachung der Kostenpauschale für die Heraufsetzung der Kostenpauschale von 15% auf 20% ist, denke ich, vernünftig, glaube ich, wird sich auch bewähren. Auch die Herausnahme von Studierenden und den vereinbarten Wohnungsförderungen ist richtig. Und insofern ist die Fehlbelegungsabgabe ein wichtiges Instrument. Wohnen wird auch weiterhin, auch nach der Pandemie, sofern wir sie bald überwinden, wird Wohnen das Top-Thema sein, natürlich besonders in den Ballungszentren. Und kein Mensch behauptet, dass die Fehlbelegungsabgabe ein Instrument ist, um Wohnungen zu bauen. Sie leistet einen kleinen, aber wichtigen Beitrag dazu, um Subventionen auch gerecht zu verteilen. Es ist immer so, dass diese Gelder, die daraus requiriert werden, auch weiter in den Wohnungsmarkt investiert werden. Und insofern ist das alles richtig. Wichtig ist mir die Feststellung, dass wir hier ein einfaches, vernünftiges Gesetz festschreiben und dass es uns nicht enthebt von der großen Aufgabe, Wohnungen zu bauen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch der soziale Wohnungsbau, der ja tief und fest verankert ist hier im Hessischen Landtag, auch weiterhin Unterstützung haben wird und dass diese Unterstützung auch nicht beschnitten wird. Und ich bin auch nach den neuesten Zahlen, glaube ich, ist diese Trendwende jetzt quasi immer weniger Sozialwohnungen gekippt. Und wir befinden uns im Aufwärtstrend. Und an diesem Aufwärtstrend, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, werden wir festhalten und weiter daran arbeiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Förster-Heldmann. Für die Fraktion der CDU hat sich die Abgeordnete Heitland zu Wort gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, sozialstaatliche Leistungen sind grundsätzlich an Bedürftigkeit gebunden. Und wenn sich dann die sozioökonomische Situation eines Bewohners einer subventionierten Sozialwohnung verbessert, wäre er nach dieser Regelung ja eigentlich dazu verpflichtet, die Wohnung zu verlassen. Und wir wollen das aber gerade nicht, dass Menschen, bei denen es nach einer Durststrecke, beispielsweise nach einer Erwerbslosigkeit, endlich wieder bergauf geht, dann direkt mit so einer Wohnungskündigung belastet werden würden. Das wäre wenig empathisch und kontraproduktiv. Und insbesondere auch deshalb, da der private Wohnungsmarkt vielerorts ja auch nur begrenzte Alternativen für Menschen mit niedrigem Einkommen bietet. Und trotzdem liegt natürlich am Ende eine Fehlförderung vor. Und mit der Fehlbelegungsabgabe kommen wir den Mietern von Sozialwohnungen daher entgegen und erfüllen gleichzeitig unseren Auftrag gegenüber der gesellschaftlichen Solidargemeinschaft. Mieter können in ihrer Wohnung verbleiben, die ihnen eigentlich nicht mehr zustehen würde. Und im Gegenzug leisten sie einen Beitrag zur Erhaltung und Schaffung von sozialem Wohnraum, damit andere, die Hilfe brauchen, diese auch bekommen. In den vergangenen 4 Jahren hat das Fehlbelegungsabgabegesetz Mittel in Höhe von über 35 Millionen € generiert, die dann wieder zurück in den sozialen Wohnungsbau fließen können. Und ich finde, das ist ein guter Ansatz, ein guter Aspekt. Und mit dem vorliegenden
Mit dem vorliegenden Entwurf wird das Gesetz um 10 Jahre verlängert. Dabei werden Aspekte der Verwaltung, für die sich bei der Evaluation Optimierungsbedarf ergeben hat, auch berücksichtigt. Die Verwaltungspauschale für die Kommunen wird von 15% auf 20% erhöht, der Leistungszeitraum von 2 auf 3 Jahre verlängert, und Studenten werden für 4 Jahre anstatt 2 Jahre von der Abgabepflicht befreit. Insgesamt sind das also eher redaktionelle Veränderungen, mit denen insbesondere der Verwaltungsaufwand der Kommunen reduziert werden soll. Ich finde, das Fehlbelegungsabgabegesetz ist ein gutes Instrument, um einer Fehlförderung zu begegnen und dabei gleichzeitig gezielt den Sozialwohnungsbau und die Sozialbindung zu fördern, ohne dass Menschen frühzeitig aus ihrer Wohnung gehen müssen. Ich habe jetzt so rausgehört, dass wir insgesamt zu wenig machen, mehr tun müssten. Ich möchte da noch einmal darauf hinweisen, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen mit zahlreichen Initiativen daran arbeiten, dass die seit dem Ende der 80er Jahre bestehenden Rückgang an Sozialwohnungen gestoppt wird und das Ganze wieder umzukehren. Und ich habe das schon einmal an anderer Stelle gesagt, bis 2024 stellen wir 2,2 Milliarden Euro für Wohnraumförderung zur Verfügung. Da werden auch solche Wohnräume gefördert. Es gibt den 12-Punkte-Plan der Allianz fürs Wohnen. Da sind beinhaltet die Optimierung der Förderbedingungen. Wir haben eine Mobilisierung von Baulandpotenzial. Wir haben die Verbesserung von Beteiligungsprozessen und auch der Ankauf von Belegungsrechten tragen alle dazu bei, dass eben insgesamt das Niveau der Sozialwohnungen bisher stabilisiert werden konnte. Und Ziel ist es natürlich, das auch entsprechend zu verbessern. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum man das Fehlbelegungsabgabegesetz ablehnt, weil man im Wohnraumfördergesetz etwas geändert haben möchte. Nein. Gut, dann habe ich Sie falsch verstanden. Also ich finde, man kann dem Fehlbelegungsabgabegesetz zustimmen, und ich halte das für ein sehr gutes Instrument, um eben Wohnraumförderung entsprechend zu gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Heitland. Als nächstes hat der Abgeordnete Schalauske für die Fraktion DIE LINKE das Wort. Bitte schön. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, in unserer Fraktion, da ballt sich das SCH und das A und das U, da kann man schon mal durcheinander kommen. Aber Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist völlig gut und richtig, dass wir heute hier die Verlängerung des Fehlbelegungsabgabegesetzes beschließen werden. Unsere Fraktion hat sich immer für die Abschaffung der Fehlbelegungsabgabe durch die damalige schwarz-gelbe Landesregierung ausgesprochen und für ihre Wiedereinführung Druck gemacht. Daher begrüßen wir es, dass die Regelung seit 2016 endlich wieder gilt und auch, dass sie nun um 10 Jahre verlängert werden soll. Die Fehlbelegungsabgabe, die zielt auf diejenigen Mieterinnen und Mieter, das ist ja in der Diskussion auch schon gesagt worden, die in Sozialwohnungen wohnen und deren Einkommen mit der Zeit zum Teil deutlich über den entsprechenden Einkommensgrenzen gestiegen ist. Durch die neue Abgabe leisten sie dann einen Beitrag dazu, dass Kommunen neue Sozialwohnungen bauen oder Sozialbindungen verlängern können. Wir wissen auch, dass die Kommunen nicht nur diese Einnahmen gut gebrauchen können, sondern dass sie dieses Geld auch sinnvoll einsetzen und den sozialen Wohnungsbau vorantreiben. Und wir wissen, dass die Regelung eben nicht dazu führt, dass Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen ausziehen müssen. Das war eine Gefahr, die wurde immer wieder von der FDP heraufbeschworen. Und man muss sagen, diese Gefahr hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Und wenn dann die Gefahr der sozialen Segregation genannt wird und auch zunimmt, dann liegt das sicherlich nicht an der Fehlbelegungsabgabe, sondern es liegt einfach an dem dramatischen Anstieg der Mieten, dem Mietenwahnsinn auf dem Wohnungsmarkt, und den sollte diese Landesregierung endlich einmal wirksam bekämpfen.
Trotzdem tut natürlich die Fehlbelegungsabgabe vielen Haushalten, die sie dann zahlen müssen, durchaus weh. Das betrifft insbesondere Mieterinnen und Mieter, deren Einkommen die Einkommensgrenzen auch nur um etwas, also um nicht allzu viel, aber eben über den Richtwert von 20% dann übersteigen. Und so niedrig wie die Einkommensgrenzen in der sozialen Wohnraumförderung in Hessen angesetzt sind, haben diese Mieterinnen und Mieter noch immer ein überschaubares Einkommen und müssen dann trotzdem diese Abgabe zahlen. Das ist unverhältnismäßig, und das trifft die Falschen. Wir haben daher schon bei der Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe dafür geworben, die Regelungen mehr im Sinne der Mieterinnen und Mieter zu gestalten. Spätestens jetzt wäre es aber notwendig gewesen, die sehr hohe Mietbelastungsquote in unseren Städten, die auch immer wieder durch kleine Anfragen zutage, also auch statistisch zutage tritt, stärker zu berücksichtigen. Im Ausschuss hatten wir das diskutiert. Die Kollegin Barth hatte auch noch einmal darauf hingewiesen, hat sie heute in der Debatte auch gemacht. Wenn schon so unterschiedliche Verbände wie der Deutsche Mieterbund und der VDW die 20%-Regelung für problematisch halten und dafür plädieren, die doch zu erhöhen, dann denke ich schon, dass die Landesregierung das eigentlich hätte bedenken müssen, und dass sie das nicht getan haben, das ist wirklich äußerst bedauernswert. Die Frage der Einkommensgrenzen verweist aber eben auch auf die Dauerbaustelle der sozialen Wohnbauförderung insgesamt. Wir alle wissen, die Fehlbelegungsabgabe, das ist nicht die große Lösung. Erst letzte Woche hat ja das Ministerium aktuelle Zahlen zum sozialen Wohnungsbau in Hessen vorgelegt. Die Kollegin Förster-Heldmann hat sich darauf bezogen. Ich habe eine ganz andere Lesart der Zahlen. Die Zahlen zeigen nämlich, dass die Situation weiterhin dramatisch ist. Der zuständige Minister, von dem hören wir mal wieder viel Eigenlob, aber eigentlich sollte man doch eingestehen, dass es auch Ihnen im letzten Jahr nicht gelungen ist, den jahrzehntelangen Negativtrend denn wirklich umzukehren. 79.700 Sozialwohnungen, das ist und bleibt ein neuer Negativrekord. Dazu kommen noch statistische Kniffe. Das ist nichts, worauf man irgendwie stolz sein sollte. Und ein Aufwärtstrend, der sieht völlig anders aus. Und dann machen Sie ja das, was Sie Kollegin Heitland gemacht haben. Sie verweisen immer auf die vielen Förderanträge, die eingereicht werden. Das Anträge, sind noch keine fertigen Wohnungen. Wie viele Wohnungen dann wirklich gebaut werden und wann das der Fall ist, das steht in den Sternen. Und dazu verschweigen Sie ja, dass auch in den nächsten Jahren 1.000 weitere Wohnungen aus der Bindung fallen und dass weiterhin Zehntausende Haushalte auf der Warteliste stehen. Da zeigt sich das ganze Ausmaß der Misere schwarz-grüner Wohnungspolitik in Hessen. Wir sehen, mit dieser Politik wird es bestenfalls gelingen, die Zahl der Sozialwohnungen auf einem sehr niedrigen Niveau zu stabilisieren. Es bräuchte eigentlich eine Trendwende, und wir bräuchten eine entschlossene Wohnungsbaupolitik der öffentlichen Hand, ein Wohnungsbauprogramm, 10.000 neue Sozialwohnungen pro Jahr, barrierefrei, klimaneutral und dauerhaft sozial gebunden, wie wir es oft auch eingefordert haben. Deshalb, und ich komme jetzt zum Schluss, bei aller Zustimmung, die wir Ihnen heute geben in Sachen der Fehlbelegungsabgabe, notwendig sind deutlich entschlossenere Maßnahmen, um der Wohnungsmisere Herr zu werden. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Als nächstes hat sich der Abg. Lenders für die Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Förster-Heldmann, Sie haben eben gesagt, es würde auf breite Zustimmung treffen, die Fehlsubventionsabgabe. Das muss man einschränken. Das betrifft dann aber nur das Land Hessen, weil nur im Land Hessen gibt es diese Fehlsubventionsabgabe überhaupt noch. Ansonsten ist sie in ganz Deutschland nicht mehr aktuell und gibt es nicht mehr. Vielleicht sollte einem das alleine schon einmal zu denken gehen. Meine Damen und Herren, es ist ja schon viel beschrieben worden, wen es denn eigentlich betrifft und wer davon betroffen sind. Meistens Menschen, eben, die mal eine Bezugsberechtigung hatten und die jetzt mal so langsam, denen es wirtschaftlich besser geht. Von dem Fall des Arbeitslosen, der eine Bezugsberechtigung bekommen hat und dann einen Job wieder bekommt, das halte ich eher für ein theoretisches Konstrukt, weil die allermeisten werden nicht durch ihre Arbeitslosigkeit, wenn sie 3 oder 6 Monate arbeitslos sind, deswegen gleich eine Bezugsberechtigung für eine neue Wohnung bekommen. Über das Beispiel sollten Sie noch einmal nachdenken. Fest steht aber, es sind Menschen, denen es jetzt etwas besser geht. Und die Frage, die wir da in den Raum gestellt haben, kommt es dann zu einer Abwanderung?
und das ist ja hier auch schon angeklungen, das ist ja eigentlich Sinn und Zweck, dass diese Menschen dann diese Wohnungen wieder frei machen. Aber da kann man ja mal heute getrost fragen, ja, wohin denn eigentlich? Wohin denn eigentlich? Sie finden ja überhaupt keine Wohnung. Jeder Umzug kostet Geld und jeder Wohnungswechsel kostet Geld. Also, dass die Menschen dann eher die Fehlbelegungen dann in Kauf nehmen als eine deutlich höhere Miete, weil wir mit dem Wohnungsbau nicht nachkommen, das kann ich durchaus nachvollziehen, meine Damen und Herren. Also, man kann sagen, die Betroffenen müssen ihren eigenen Schlamassel auch noch selber bezahlen. Und, meine Damen und Herren, das Grundproblem ist ja dabei, dass wir nicht unbedingt die Mieterinnen und Mieter da aus den Wohnungen raus haben wollen, sondern dass wir gesagt haben, wir nehmen diese Fehlsubvention in Kauf als Freie Demokraten. Wir wissen, dass es dann zu einem Teil zu einer Fehlsubvention kommt. Aber wenn wir das ins Verhältnis setzen zu dem, was es ein Aufwand macht, diese Fehlbelegung zu erheben. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich die Regierungsanhörungsunterlagen anhören, wird es auch sehr deutlich und auch in der Diskussion hier. Dort heißt es, es ist unwirtschaftlich, zeitlich sehr aufwendig. Und jetzt kommt eins hinzu bei der Forderung, dass Sie sagen, das kam ja jetzt hier von dem einen oder anderen, Sie würden zustimmen, wenn Sie sagen, wir nehmen nicht 15, wir nehmen nicht 20, wir nehmen jetzt ab 30% mehr Einkommen, dann greift es erst. Das macht es dann aber noch komplizierter, weil Sie für noch kleinere Gruppe aber den gleichen Verwaltungsaufwand haben. Meine Damen und Herren, das ist schlichtweg Unsinn. Das ist schlichtweg Unsinn. Wenn Sie also die richtigen Schlüsse daraus ziehen würden, und Sie sagen, es soll eine kommunale Aufgabe sein, das Geld für den Wohnungsbau, für den sozialen Wohnungsbau einzusetzen bei den Kommunen. Frau Professor Heldmann, Sie haben es eben etwas anders dargestellt. Sie haben gesagt, darum geht es nicht. Aber eigentlich sind sich alle unisono einig, das Geld soll für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt werden. Wenn es eine Aufgabe sein soll, könnte man ja unterstellen, dass dort eine zusätzliche Einnahmequelle oder Geldquelle da sein soll für den sozialen Wohnungsbau. Aber unisono erklären Sie uns immer, welche Rekordsummen Sie hier als Land Hessen für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellen, meine Damen und Herren. Diese Gelder werden noch nicht abgeschöpft. Warum machen Sie denn jetzt dann da noch eine neue Quelle auf? Das müssen Sie mir mal erklären. Wenn es eine kommunale Aufgabe ist, Frau Kollegin, dann wäre es doch sicher besser, wir würden das im kommunalen Finanzausgleich darstellen. Wenn wir der Meinung sind, dass die Kommunen finanziell ertüchtigt werden sollen, auch sozialen Wohnungsbau zu betreiben, dann wäre es doch viel besser, wir regeln das im kommunalen Finanzausgleich und machen nicht noch eine zweite Baustelle auf. Meine Damen und Herren, es fehlt also nicht wirklich an Geld. Wenn die Kommunen dazu ertüchtigt werden sollten, da wäre aus unserer Sicht es viel besser, dass man ihnen mal nahelegt, die Bebauungspläne zu überarbeiten, die Innenstädte zu verdichten, keine zusätzlichen Satzungen auf den Weg zu bringen und ihre eigenen Grundstücke auch mal so an den Markt zu bringen, dass sie wirklich für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stehen. Meine Damen und Herren, das ist nämlich am Ende das Nadelöhr, aber nicht die Fehlbelegungsabgabe. Die werden wir weiterhin ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lenders. Für die Landesregierung hat der Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben sowohl in der ersten Lesung wie im Ausschuss wie auch heute hier gesehen, dass die weitere Erhebung der Fehlbelegungsabgabe von der überwiegenden Mehrheit hier im Landtag grundsätzlich befürwortet wird. Mir ist diese erkaltete Liebe zwischen SPD und FDP an dieser Stelle aber deutlich aufgefallen. Aber bitte sehr. Aber die Erhebung, und das will ich ausdrücklich sagen, der Fehlbelegungsabgabe ist ein wichtiger Teil der Wohnungspolitik, ein Baustein unserer Wohnungspolitik, weil sie für mehr
Gerechtigkeit sorgt. Und ich will das an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Ja, man braucht ein bestimmtes sozusagen Einkommensniveau, was man unterschreitet, um in eine Sozialwohnung einziehen zu können. Aber ich fände es falsch, wenn der Staat dann, wenn Leute mehr verdienen, sie aus genau diesen Wohnungen wieder rausschmeißen würde. Das wäre übrigens auch ganz falsch, weil es ist ja gut, wenn Leute sozusagen in ihrem Einkommen steigen. Aber gleichzeitig haben wir dann das Problem, dass das, wenn man so will, ein Subventionsvorteil ist. Und ich will ausdrücklich an dieser Stelle sagen, dass ich finde, dass man sich gut überlegen muss, Herr Lenders, wenn Sie sagen, wir sollen doch gucken, dass das Geld von woanders herkommt, Stichwort kommunaler Finanzausgleich, dass Sie dann im Prinzip sagen, dass wir das aus den Steuermitteln nehmen und dass die würden dann wiederum woanders fehlen oder sind ja sicherlich nicht dafür, die Steuern zu erhöhen. Das würde mich jetzt wundern bei der FDP. Man muss sich einfach gut überlegen, wie am Ende eine Wohnungspolitik insgesamt finanziert werden kann. Und ja, wenn man die Einkommensgrenze um 20% überschreitet, Herr Schalauske, Frau Barth, dann ist man noch nicht reich. Das hat auch niemand behauptet. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir uns auch überlegen müssen, wenn wir die Einkommensgrenze höher legen würden, dass dann natürlich Verwaltungsaufwand und Ertrag in ein Missverhältnis kommen könnten. Doch, es ist auf jeden Fall so, weil wir ja auch einen Teil der Einnahmen den Kommunen wiederum geben, damit sie ihren Verwaltungsaufwand auch finanzieren können. Deswegen einer der Punkte, die wir im Gesetz auch ändern, ist, dass wir den Verwaltungsaufwand reduzieren, weil wir natürlich nicht wollen, dass am Ende ein großer Teil der Einnahmen im Verwaltungsaufwand landet. Und dementsprechend glaube ich, ist das eine ausgewogene Regel, einerseits Verwaltungsaufwand reduzieren, andererseits den Anteil, der für Verwaltungsaufwand genommen werden kann, um 5 Prozentpunkte erhöhen. Und außerdem, und das ist mir an dieser Stelle ganz besonders wichtig, ist es so, dass man bei einer geringen Einkommensüberschreitung nicht sofort den vollen Subventionsvorteil bezahlen muss, sondern eben auch nur einen geringen Teil. Das heißt, dass auch Mieterinnen und Mieter dann nur entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zur Fehlbelegungsabgabe herangezogen werden. Das finde ich ausdrücklich tragbar. Die Mittel sind zweckgebunden. Die Gemeinden setzen sie wieder für die Förderung von sozialen Mietwohnungen ein. Sie bleibt deshalb ein Teil, ein Beitrag zur Schaffung von preisgünstigem Wohnraum. Und dementsprechend ist das aus meiner Sicht ein gutes Gesetz. Und ich freue mich, wenn der Landtag das jetzt gleich mehrheitlich beschließen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, wir haben eine Rekordsumme, Herr Lenders. Und ja, die finanzieren wir aus unterschiedlichen Töpfen. Die finanzieren wir aus den Bundesmitteln, die da sind. Die finanzieren wir aus den Erträgen des Sondervermögens, das bei der Helaba im Wohnungsbau sozusagen da ist. Das finanzieren wir aus der Fehlbelegungsabgabe. Das finanzieren wir aus Steuermitteln des Landeshaushalts. Nur am Ende, wenn man unterschiedliche Quellen in Anführungszeichen, anzapft, wird ein großer Fluss daraus. Und die 2,2 Milliarden, die wir bis 2024 bereitstellen. Das ist eine Rekordhöhe, und die wird auch ihre Wirkung haben auf dem Wohnungsmarkt. Da bin ich mir ganz sicher. Und es geht am Ende nicht nur darum, viel Geld bereitzustellen. Wir müssen auch alles dafür tun, dass es genutzt wird. Deswegen haben wir die Förderkonditionen deutlich verbessert mit den Partnerinnen und Partnern in der Allianz für Wohnen. Und auch das hat Auswirkungen, weil wir sehen, dass alleine im vergangenen Jahr 3.100 Wohneinheiten zur Förderung angemeldet wurden. Das ist der höchste Wert seit 2009. Also da sieht man schon, diese Veränderungen wirken jetzt. Und das sind die Wohnungen, die in den nächsten Jahren dann eben Stück für Stück auf den Markt kommen und uns dabei helfen, die Zahl der Sozialwohnungen wieder zu erhöhen, Herr Schalauske. Weil, ja, wir haben die Trendwende noch nicht geschafft. Die Trendwende haben wir noch nicht geschafft. Aber wir haben letztes Jahr die Situation gehabt, dass wir unter dem Strich nur 8 Sozialwohnungen weniger hatten als im Jahr davor. Und wenn man weiß, dass wir seit 20 Jahren Tausende Sozialwohnungen jedes Jahr hatten, die aus der Bindung gefallen sind, sozusagen unter dem Strich, dass wir letztes Jahr es geschafft haben, 500
nur noch in Anführungszeichen 500 Wohnungen zu haben, unter dem Strich weniger, und dass es dann im Jahre 2020 nur noch 8 Wohnungen weniger waren, nämlich 1.834, die rausfielen, aber 1.826, die neu in die Bindung genommen wurde. Dann haben wir diesen jahrzehntelangen Trend gestoppt. Und wir arbeiten jetzt daran, das genau zu drehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dementsprechend glaube ich, Herr Staatsminister Al-Wazir, komme zum Schluss, glaube ich, dass auch dieses Fehlbelegungsabgabengesetz einer der Bausteine ist, die wir am Ende für eine bessere Wohnraumversorgung mit bezahlbarem Wohnraum hier in Hessen haben. Kein Allheilmittel. Das eine Allheilmittel gibt es nämlich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern ein Baustein, der einen Teil dazu beiträgt, dass wir genau diese Trendwende schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann kommen wir zur Abstimmung am Ende der Tagesordnung, wie verabredet.